Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ATV Boulevard. Ziemlich mutig, in Bayern einen Schalke 04 Fanclub zu gründen. Gut, in Dortmund müsste man wohl noch mutiger sein. In Oberstdorf gibt es aber so mutige Leute, die Allgäu-Schalker. Auf ihrem Wunschzettel steht sicherlich, endlich mal die Meisterschale zu bekommen. Das wird in diesem Jahr nichts mehr, aber auf ihrer Weihnachtsfeier besuchte sie immerhin ein ehemaliger Weltmeister. Das ganze Allgäu ist von Fans des FC Bayern besetzt. Das ganze Allgäu? Nein. In Oberstdorf hält ein Fanclub die blau-weiße Fahne hoch. Und zwar nicht die bayerische. In Oberstdorf gibt es die Allgäu-Schalker. Und zum fünfjährigen Bestehen haben sie sich ein besonderes Geschenk gemacht. Punkt 19.04 Uhr war es soweit. Der Weltmeister von 1990, Olaf Thon, gab sich die Ehre. Und er genoss den Auftritt beim südlichsten Schalke-Fanclub Deutschlands. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt geografisch noch viel weiter gehen kann. Also dann kommt ja schon irgendwie Österreich oder was auch immer. Und von daher bin ich einfach froh, bei dem Fanclub hier der Allgäuer zu sein. Beim Fünfjährigen, heute genau vor 5 Jahren. Also das passt einfach hervorragend. Auch der Vorsitzende der Allgäu-Schalker, Mehmet Sentürk, freute sich über den Besuch des zweifachen DFB-Pokalsiegers. Es ist ein tolles Gefühl, mit so einem Weltmeister hier im Haus zu haben. Und finde ich auch toll, dass er die Einladung auch angenommen hat für unseren Allgäuer Schalker Fanclub. Auch wenn Olaf Thon seine größten Erfolge beim FC Bayern München feierte, darunter 3 Meistertitel, kommt für die Fans ein Vereinswechsel nicht in Frage. Es ist wie ein Virus, der dich infiziert. Man steht immer zu seinem Verein, egal was man für Sprüche hört. Wenn man verliert, wenn man gewinnt, man ist immer Schalker. Man steht dazu. Vielleicht war es ja die vorweihnachtliche Stimmung oder auch, dass Schalke 04 in Bundesliga und Champions League gut dasteht. Mangelndes Selbstvertrauen kann man den Fans jedenfalls nicht vorwerfen. Man muss dazu sagen, also wir sind ja die Bayern-Fans eher als Sympathisanten. Das sind für uns keine Fans, sondern Zuschauer. Seit 1983 ist der gebürtige Gelsenkirchener beim FC Schalke. Ein Urgestein. Werden wir Sie irgendwann mal wieder auf einer Trainerbank sitzen sehen? Davon gehe ich nicht aus. Das ist im Moment überhaupt nicht mein Bestreben. Ich habe zwar meinen Trainerschein gemacht, mit Jürgen Klopp zusammen, aber das reizt mich im Moment nicht. Also bei mir ist eher das Repräsentieren für Schalke, tätig zu sein für unseren Club. Den einfach noch besser wirken zu lassen für unsere Fans in der Außendarstellung und dann am besten noch erfolgreich. Erfolgreich sein in der Bundesliga und in der Champions League. Da wartet übrigens Real Madrid. Aber jetzt wurde erst einmal noch richtig gefeiert mit einem sympathischen Olaf Thon. Und Bayern-Fans müssen jetzt noch mal 27 Sekunden ganz stark sein. Glück auf! 3, 2, 1, go! Kennst du den Mythos vom Schalker Markt? Die Geschichte, die dort begann. Der FC Schalke wurde Legende. Eine Liebe, die niemals endet. Oh, 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 oh. Lindenberg im Westallgäu ist bekannt als Stadt der Hüte. Und diesem historischen Ruf macht die Stadt jetzt wieder alle Ehre. Über ein Jahr lang war das Hutmuseum in Lindenberg geschlossen. Jetzt wurde es wieder eröffnet und meine Kollegen waren schon da. Es gibt viel zu sehen und zu entdecken im neuen Hutmuseum in Lindenberg. Auf 1000 Quadratmetern kann der Besucher hier Hutgeschichte, Herstellung und Mode aus 300 Jahren kennenlernen. Zwar ist die große Zeit der Hutfabriken in Lindenberg inzwischen vorbei, doch Museumsleiterin Angelika Schreiber betont, dass Hüte für die Stadt noch immer eine große Bedeutung haben. Wir haben noch viele Traditionen, die sich mit dem Hut verbinden, sei es unser Huttag oder wir sind auch der Krönungsort für die Hutkönigin hier in Lindenberg oder dann jetzt eben das Deutsche Hutmuseum Lindenberg, das die Stadtgeschichte zeigt, aber auch die Bedeutung von Lindenberg für die deutsche Strohhutindustrie. Die Geschichte der Hutherstellung zeigt das Museum mit modernster Technik. So kann der Besucher im Rundumkino bei der Hutherstellung zusehen. Ganz billig war eine so aufwendige Präsentation natürlich nicht. Um die 10 Millionen Euro hat das Museum wohl gekostet. Ganz genau weiß man das aber noch nicht.
Wir werden dann noch etwas drüber liegen vermutlich. Genaue Auskünfte können wir aber erst erteilen oder geben, wenn die letzten Schlussrechnungen eingetrudelt sind. Ein ganz großer Teil dieser Kosten wird aber nicht von der Stadt getragen, sondern von Zuschussgebern verschiedenster Art. Die belaufen sich auf eine Summe von mindestens 7 Millionen Euro. Das zeigt auch den Stellenwert für die Region und das zeigt auch den Stellenwert dieses Projekts auch für die entsprechenden Stellen. Also auch da haben wir quasi bestätigt gekriegt, dass das ein tolles Projekt ist und auf das wir auch stolz sein können. Das Museum soll dem Westallgäu einen neuen touristischen Anziehungspunkt geben, der auch bei schlechtem Wetter zieht. Deswegen war es den Machern wichtig, ein interaktives Erlebnis zu bieten. So kann der Besucher selbst Hüte anprobieren und zu seiner Lust und Laune den passenden Hut finden. Neben der Dauerausstellung hat das Museum aber noch mehr zu bieten. Wir haben auch einen wunderschönen Sonderausstellungsraum, wo momentan gerade eine Baustellendokumentation über das Entstehen von dem Deutschen Hutmuseum gezeigt wird. Wir haben einen Veranstaltungsraum im Dachboden, unseren Kulturboden, wie wir ihn nennen. Und wir haben das Kesselhaus, eine Erlebnisgastronomie, weil da ist auch noch der alte Kessel, diese Energiezentrale für die Fabrik, sieht man dort noch und das ist in so einem rohen, ursprünglichen Charme gehalten. Alte Hüte treffen in dem historischen Fabrikgebäude auf moderne Touchscreens mit Infos zur Geschichte. Und wie schwer eine Hutpresse zu bedienen war, das kann man auch ausprobieren. Es ist die Verbindung aus Altem und Modernem, die das Besondere am neuen Hutmuseum ausmacht. Die Stadt verspricht sich viel davon. Also für Lindenberg ist das mit Sicherheit ein Aushängeschild. Es zeigt, was für eine spannende Geschichte wir eigentlich haben. Diese Ausstellung bezieht sich ja nicht allein auf den Hut, sondern das ist ja eigentlich auch eine Zeitreise durch die Geschichte Lindenbergs. Und wir versprechen uns natürlich zum einen eine gute Außendarstellung, wir versprechen uns viele neue Gäste in Lindenberg und wir versprechen uns natürlich auch ich insbesondere, auch nochmal ein Stück Bewusstseinsbildung bei den Lindenbergern selber. Und vielleicht rückt das moderne Museum ja auch den Hut wieder stärker in den Blickpunkt des modebewussten Menschen von heute. Denn auch wenn Hüte gegenwärtig nicht mehr so oft getragen werden, ein gewisser Reiz ist ihnen einfach nicht abzusprechen. In der Vorweihnachtszeit sollen die Menschen zur Ruhe kommen und die Familien zusammen. Sie besuchen Krippenausstellungen, Museum und gehen auf Weihnachtsmärkte. In Wangen gibt es sogar zwei Weihnachtsmärkte. Einen, wie es ihn in vielen Städten gibt, und einen ganz, ganz kleinen. Anita Merkt aus Bettenzweiler hat ein außergewöhnliches Hobby. Vor allem in den Wintermonaten investiert sie viel Zeit in ihre Leidenschaft. Sie baut Miniaturweihnachtsstände. Insgesamt hat sie schon über 5000 Stunden in ihr Hobby gesteckt. Manchmal bastelt sie auch schon mal bis 2 Uhr nachts an den kleinen Kunstwerken. Angefangen hat alles vor 25 Jahren, als ihre Kinder mit 2 Kisten und einer Bitte zu ihr kamen. Mama, ich habe kein Geld oder wir haben kein Geld und du machst sicher was draus. Und dann habe ich gedacht, naja, toll, Weinkiste ohne Wein, aber dann mache ich halt was. Und habe angefangen, einen Holzschnitzer und einen Schreiner reinzubauen. Und das ist so schön geworden, dass es mir so Spaß gemacht hat und habe dann weitergebaut. Und so sind mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, aber vielleicht 100 Berufe entstanden und 130 Puppenstuben insgesamt. Die beiden Weinkisten ihrer Kinder hat sie noch immer. Sie stehen in ihrem Museum neben dem Wohnhaus. Mit viel Liebe zum Detail hat sie die Handwerker in die Kisten gebastelt. Neben der Schreinerwerkstatt hat sie auch eine Schnitzerwerkstatt für ihre Kinder gebaut. Ein ähnliches wie dieses kleine Flugzeug hat sie bei einer Freundin gesehen. Die Künstlerin hat es kurzerhand nachgebaut. Das Inventar für die Werkstätten findet sie meistens auf Flohmärkten. Besonders reizvoll findet sie es, mit Sachen zu arbeiten, die sonst im Müll landen. Die Herausforderung, aus etwas, was andere als Abfall bezeichnen, etwas zu produzieren, was einfach schön ausschaut und praktisch ist und vor allem, dass man es nicht erkennt, was es im früheren Leben mal war, dass ich das erwähnen kann und sage, ratet mal, was war das mal wohl? Was könnte dieser Kanonenofen mal gewesen sein? Der Kanonenofen war in seinem früheren Leben eine Sprudelflasche. Die ehemalige Designerin hat sie einfach gekürzt und umgedreht. Der Ofen steht im Musikzimmer von Werner Specht. Der Allgäuer Künstler lebt im Museum in 2 Zimmern,
einem Musikzimmer und einem Maleratelier. Vor 5 Jahren stellte Merkt den Künstler zusammen mit anderen Miniaturhandwerkern aus. Werner Specht besuchte die Vernissage und war begeistert. Im Anschluss hat Anita Merkt auf dem Weihnachtsmarkt ein paar Glühweine auf ihren Erfolg getrunken. Und da kam mir die Idee, nach einigen Glühwein, oh, ich könnte doch einen Weihnachtsmarkt in Miniatur bauen. Somit werde ich die Herzen der Menschen vielleicht erfreuen und mich selber auch. Und habe dann angefangen zu bauen und habe mittlerweile in den letzten 5 Jahren 5.500 Stunden erarbeitet oder dran gearbeitet. Und bis jetzt entstanden so einige Weihnachtsstände. Aneinandergereiht sind sie fast 50 Meter lang. Das war einer der ersten Stände des Miniatur-Weihnachtsmarkts. Die Händlerin verkauft allerlei Waren rund um Weihnachten. Kleine Adventskränze mit Minikerzen und Christbaumkugeln, die früher Teil einer teuren Perlenkette waren. Eine Fressgasse, die fast so lang ist wie auf dem großen Weihnachtsmarkt, darf natürlich auch nicht fehlen. Und dort ist der Hauptanlaufpunkt natürlich die Wurstbraterei mit Glühweinverkauf. Im Allgäu dürfen die Schupfnudeln mit Kraut nicht fehlen. Sogar einen Mülleimer für die Servierten gibt es. Bis so ein Stand fertig ist, dauert es eine Zeit. Das ist schwierig zu sagen. Manche sind 20 Stunden fertig, mancher braucht auch mal 70 Stunden. Es kommt darauf an, ob die Sachen, jeder kleine Schuh oder Handschuh von mir gehäkelt oder gestrickt wird oder ob den Filzhut ich selber mache. Und meistens mache ich die Sachen selber. Es gibt sehr selten etwas zu kaufen, was in den Ständen drinnen ist. Speziell, wenn es um Handarbeit geht. Dieses Jahr ist der Miniaturweihnachtsmarkt um gut 20 Meter gewachsen. Ganz neu sind der Dorfplatz und die Kinderweihnachtswelt mit Karussell und Riesenrad. Dieses stammt aus einem Antiquariat und ist ein Spielzeug aus den 50er Jahren. Auch eine Schickimicki-Gasse für die feinen Damen gibt es jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Dort können die Schönheiten an der Cocktailbar, die war früher mal eine Zigarrenkiste, bei einem Drink über die neueste Mode vom Hutstand sprechen. Der befindet sich nur 3 Stände weiter und hat einiges zu bieten. Man könnte fast denken, dass es schon alles gibt auf dem Miniaturweihnachtsmarkt. Doch Anita Merkt hat noch Ideen für mindestens 20 weitere Meter. Die Ideen kommen ihr bei jeder Gelegenheit. Beim Joggen, beim Kochen nachts, ich wache auf und oh, zack, habe ich wieder eine Idee. Und ich visualisiere das vor mir und ich setze das sofort um. Und ich weiß auch, es wird was. Ich habe nie Angst, es könnte nichts werden oder so. Ich lege einfach los und dann habe ich es. Egal, ob das jetzt ein kleiner Filzschuh ist oder ein Hut oder eine Hütte oder ich verwende zum Beispiel Hamsterkäfig, Vogelkäfige, Meerschweinkäfig als Hütten, da mache ich Unterbau. Die Vogelhäuser werden umgebaut und Kakteenhäusle wird der Wintergartencafé reingebaut. Irgendwann möchte die Schöpferin der kleinen Weihnachtswelt ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Aber langsam wird der Ausstellungsplatz bei ihr zu Hause knapp und um die Stände das ganze Jahr in Kartons zu lagern, sind sie einfach zu schade. Sie ist deshalb auf der Suche nach jemandem, der ihr die Stände abkauft und dauerhaft ausstellt. Ja, und das war wieder eine Viertelstunde ATV Boulevard. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.